Als Schüler wie als Lehrer stehen und fallen wir mit der vorhandenen Verbindung zum Heiligen Geist. Wir brauchen sie, denn aus ihr kommt die Heilung. Ein guter Lehrer, der uns begegnet, macht uns bewusst, dass es um diese Verbindung im Innern geht. Er wird immer wieder auf diese eine Verbindung, es ist die vertikale und nicht die horizontale, ja, geistig gesprochen, es ist die Verbindung nach oben, nach innen, er wird auf diese Verbindung verweisen. Und er wird sie selber in sich schon erleben und pflegen. Ein Lehrer, der ohne diese Verbindung ist, ja, ist nicht hilfreich. Er führt uns unter Umständen sogar in die Irre, in den noch tieferen Wahnsinn des Ego-Denksystems. Das sollte uns bewusst sein. Absolut. Der Suchende, der Schüler in diesem Sinne, zieht aber auch den Lehrer an, den er für seinen weiteren Weg braucht. In diesem Sinne ist jeder, der ihm begegnet, auch ein Schritt seines Weg, auf, ein Schritt auf seinem Weg, ja, und darf genauso sein, wie er ist. Was nützt dem Schüler ein Lehrer, der erwacht ist, wenn er ihn nicht versteht, wenn er damit nicht klarkommt, wenn er überhaupt nicht weiß, wovon der redet, ja? Also es geht auch darum, dass wir anerkennen, das, was jetzt gerade ist, der Lehrer, den wir jetzt gerade haben, oder der Partner, den wir jetzt gerade haben, ist genau der Richtige. An dem können wir wachsen. Das ist mal eine ganz wichtige Einsicht, ja. Wir dürfen natürlich um die Weiterführung unseres Weges im heilsamen Sinne bitten. Aber wer das noch nicht kann und nur nach irgendeinem Weg sucht, dem wird irgendein Lehrer begegnen. Es wird immer der Passende sein. Denn all dies ist am Ende auch gesteuert aus dem Heiligen Geist heraus. Es sind die karmischen Bedingungen, es sind die geistigen Bedingungen, die hier alle eine Rolle spielen. Alles ist immer bestens geordnet zu jedem Zeitpunkt. Wenn wir quasi als Lehrer, ja, im Geiste der Geistesschulung sozusagen, ja, hilfreich sein wollen, tun wir gut daran, uns immer wieder mit dem Heiligen Geist zu verbinden, eben zur Verfügung zu stehen, im Dienst am Bruder, ja, an der Schwester sozusagen. Und diese Bereitschaft, ja, kommt aus einer inneren Weisheit heraus, dass wir nämlich wissen, allein kann ich nichts tun. Aber in und durch den Heiligen Geist, ja, in dieser Kraft kann ich sehr viel tun. Kann mir alles gegeben werden, was sinnvoll ist, dass ich es in einer bestimmten Situation mit einem bestimmten Menschen tue. Ich habe das immer wieder erlebt. Die Führung ist da, wenn wir sie haben wollen. Dieser Wille, unser Wille, der Entscheider und Beobachter, sollte fokussiert sein auf den Heiligen Geist. Das kann man gar nicht oft genug aktivieren. Im täglichen, im Alltag, beim Autofahren, bei all den Tätigkeiten, die wir ausführen, immer wieder es im Christus, ja, und aus dem Christus heraus tun, mit voller Hingabe, ja, liebend, sich hingebend an das Höchste, alles zu tun, stärkt die Verbindung zum Heiligen Geist. Das ist es. Dann werden wir auch das Sinnvolle tun. Ja, und gerade in der Begegnung mit anderen Menschen braucht es unendliche Weisheit. Ja, eine Verbindung zum Höheren. Denn es ist der Heilige Geist, der weiß, was dieser Mensch braucht. Ja, und er könnte es mir sagen, richtig, wenn ich dafür offen bin, wenn ich das hören will und nicht aus einem, ja, Gutdünken des Egos heraus so, ja, ich meine jetzt mal zu wissen, was der da so braucht, nicht? Das Helfersyndrom ist sicherlich hier eine ganz große Falle. Ja,
ich muss heute nicht mehr helfen und doch bin ich hilfreich. Allein schon durch meine Präsenz. Ja, da liebe ich den Eckhart Tolle sehr mit seinen schönen Beispielen der Präsenz, der Kraft der Gegenwart. Er ist einfach nur da und die Dinge ordnen sich. Die Menschen werden ruhig, sie finden ein Stück zu sich selbst. Das ist wunderbar. Das ist das indirekte Helfen und Tun. Ja, tun ohne zu tun. In gewisser Weise ist ein Paradox. Ja, und im Asiatischen, gerade im Zen-Buddhismus, bei Lao Tse, ja, da kennen wir diese Sätze, nicht? Handeln ohne zu handeln. Ja, es ist ein geistiger Prozess. Trotzdem darf etwas geschehen, bis in die Form hinein. Das ist wunderbar. Das darf genauso sein. Aber alles im richtigen Maß mit Weisheit auf der richtigen Ebene. Insofern ist der blinde Aktionismus nicht hilfreich. Ja, also nach dem Motto, das halte ich nicht aus, nicht? Das ist eine Grundproblematik des Helfers, ja, dass er oft den Zustand des anderen Menschen, ja, der Welt nicht aushält. Und das ist eine ganz schlechte Grundlage für ein Handeln. Ja, man hat entweder Wut im Bauch oder hat Angst, ja, in sich und will das nur weghaben. Aber mit nur weghaben ist es nicht getan. Im Gegenteil. Das, was ist, erfüllt ja auch einen tiefen Sinn und Zweck. Ja, es ist das Klassenzimmer der Welt, was wir dann eigentlich weghaben wollen. Wir müssen uns doch fragen, was ist hier zu lernen? Ja, worum geht es eigentlich? Was hat dieser Mensch in dieser schwierigen Ehe oder Situation oder am Beruf, Arbeitsplatz, ja, was hat er da zu lernen? Es geht um sein Schicksal, ja, in das ich vielleicht schauen darf, an dem ich teilhaben darf. Indirekt auch nur, indem ich ein Kollege am Arbeitsplatz bin und doch hilfreich sein möchte. Das ist ja auch wunderbar, wenn wir das wollen. Aber es braucht eben Weisheit. Und nicht den Kurs unterm Arm, dass wir ihm das aufs Hirn hauen und sagen, nun lies mal, ja. So einfach ist es nicht. Ja, das wäre völlig daneben. Man darf die Menschen nicht überfordern mit Informationen, für die sie noch gar nicht reif sind. Nicht? Byron Katie bringt ein schönes Beispiel, nicht? Sie ist ja wirklich auch auf hohem Niveau unterwegs, das muss man sagen, ja. Und sie bringt dieses Beispiel, ja, so ihre Haltung, wenn sie jetzt in einem KZ gewesen wäre, nicht? Und es wäre ein Augusttag gewesen und sie wäre praktisch auf dem Weg zur Gaskammer gewesen, bringt sie dieses Beispiel und sagt sich, aber es war ein Augusttag, es war ein wunderschöner Tag und die Sonne schien. Warum hätte ich die Sonne in dem Moment nicht genießen sollen? Das wäre ja verrückt gewesen, das nicht zu tun. Ja? Und das provoziert natürlich enorm, wenn ein Mensch das sagt. Und dann bringt sie das so ganz direkt, ja, und sagt eben, warum hätte ich mich nicht an dieser Sonne erfreuen sollen oder können, ja? Es ist ein schöner Augusttag und ich gehe diesen Weg, den ich gerade gehe. Und ich könnte völlig im Einklang und im Frieden sein mit allem, was ist oder noch kommen mag. Und dann sagt einer, ja, aber das können Sie doch nicht einer Frau sagen, die gerade vergewaltigt worden ist. Und dann sagt sie, genau, das würde ich ja auch so nicht sagen, ja, im Einklang so zu sein mit dieser Vergewaltigung, weil sie dafür gar nicht offen ist und nicht bereit ist für eine Antwort auf dieser Ebene. Das muss man einfach unterscheiden können, ja. Und wir müssen wissen, wann ist was für wen wie zu tun. Und das kann völlig unterschiedlich aussehen. Es ist ja vielen Schülern gar nicht so klar, dass Inhalt und Form, ja, völlig, ja, der Inhalt ist dieses, ja, ich will dienlich sein. Das ist eine geistige Haltung. Und die Form kann völlig verschieden aussehen. Ja, der eine braucht eine Umarmung, der nächste braucht nur ein Wort und der nächste braucht vielleicht ein Wort der Weisheit, ja, dass das viel weiter führt, als er es je gehört hat. Das mag alles sein, es muss alles stimmig sein, aus dem Moment heraus.
Ja, und das ist eben etwas, da brauchen wir die Führung des Heiligen Geistes. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir die nicht haben, können wir einpacken. Dann werden wir nur Blödsinn produzieren. Dann stehen wir auf einer Beerdigung mit dem Kurs und rufen allen zu, was seid denn alle so traurig? Wie dumm ist das denn? Es gibt keine Körper. Das ist alles Illusion hier. Riecht euch doch nicht auf. Ihr müsst doch nicht traurig sein. Halleluja. Naja, wir merken gleich, das wäre völlig daneben. Weil das sind ganz normale Menschen mit ganz normalen Gefühlen, mit Schmerz, mit Trauer. Und auf diese Ebene, ja, diese Ebene sollten wir respektieren und achten. Und auf dieser Ebene entsprechend antworten, wenn es irgendetwas zu antworten gibt. Und bei ihnen sein in ihrem Schmerz, vielleicht ganz still und leise. Aber nicht da Weisheitsbücher ihnen auf das Hirn hauen, wäre keine gute Idee. Ja, dann verprellen wir sie nur, dann gewinnen wir sie nicht für einen guten Weg. Also manchmal ist das Schweigen, die schweigende Präsenz, schon genug. Ja, die Ausstrahlung eines Menschen. Und das haben wir doch alle auch schon irgendwann, irgendwo, irgendwie mal erlebt. Vielleicht als Kinder. Vielleicht, dass uns ein Lehrer liebend anschaute. Ja, eine Kindergärtnerin, ein Mensch, ein Nachbar, wer auch immer es war. Oder unsere Hand gehalten hatte, als wir einen Schmerz hatten. Ja? Oder ein Pflaster aufs Knie geklebt hat, als es blutete. Weil das ist das, was dann gebraucht wird. Und es geht um das Wie, wie dieser Mensch das tut. Mit welcher Haltung, mit welcher Liebe, mit welcher Hingabe. Und das sind ganz einfache, klare ja, Dinge, die dann in Fluss kommen und hilfreich sind. Wenn sich jemand führen lässt und hingibt, ja, dieser inneren Führung, darum geht es. Und da sind wir gefordert, ja. Nicht? In der Haltung. Wir müssen unsere Haltung immer wieder überprüfen. Und das ist, ja, ein Üben und ein Trainieren. Und wenn wir das drauf haben, dann klappt das auch im Alltag intuitiv nachher. Ganz gut. Ja, da muss ich nicht groß nachschlagen, auf welcher Seite im Kurs steht jetzt was oder was gilt hier jetzt nicht. Das wäre so der Talmud, nicht? Die Interpretation der Tora, der fünf Bücher Mose. Was gilt wann, wo, wie, in welchem Unterparagraphen? Und wenn ich eine hübsche Frau sehe als jüdischer Rabbi und in einem Flur stehe, so in einem Hauseingang und die fragt mich was, soll ich dann an die Wand schauen und dabei an die Frau denken und ihr die Antwort geben oder soll ich die Frau anschauen und dabei an die Wand denken, dass ich nicht auf dumme Gedanken komme? Weil sie so hübsch ist, weil ich vielleicht begehrlich ja, sein könnte, in eine Gier reinrutschen könnte. Nicht? Das ist für mich verrückt, ja, wenn ich so nach dem Gesetz gehe. Ich weiß doch, da ist Gier, natürlich, klar. Ja, und da mag sonst was auftauchen. Und im nächsten Moment kann ich mir für diese Gier vergeben. Ja, und gehe weiter und tue das Gemäße. Der Kurs hat etwas sehr Befreiendes. Etwas sehr Klares und in gewisser Weise auch Schlichtes. Ja, die Wahrheit ist am Ende sehr klar und einfach und nüchtern. Und sie hat auch mit dem Herzen zu tun, dass wir den Punkt, um den es geht, nie vergessen. Ja, in Liebe, in Hingabe dienlich sein, so gut es geht. Es kann auch ein strenges Wort sein. Es kann die Unterbrechung einer blöden Geschichte sein, ja? Wenn wir wirklich merken, hier muss jetzt gehandelt werden. Und hier muss eine Grenze gesetzt werden. Dieser Mensch braucht das jetzt. Sonst findet er da allein nicht raus. Und es könnte sein, dass man auf den Tisch haut. Aber man haut auf den Tisch emotionslos. Nicht aus dem Ego heraus, sondern ohne Emotion. Man macht es und dann ist es vorbei. Und die Wirkung, die ist da, die sitzt. Hilfreich. Wollen wir doch hoffen, dass es immer aus dem rechten Geist geschieht und hilfreich ist. Also, wir bleiben dran, als Lehrer und als Schüler und als Lehrer. Denn im Kurs wird uns gesagt, wenn du diesen Kurs machst, bist du beides. Du bist automatisch auch ein Lehrer Gottes. Gott hat dich berufen. Ja, bring das in die Welt. Aber das Wie, da ist immer noch der entscheidende wunde Punkt. Ja, nicht alle sollen hier Kurslehrer sein und mit dem Buch unterm Arm rumlaufen. Das ist überhaupt nicht der Punkt.
ihn aber zu verinnerlichen, ihn im Herzen zu tragen, ja, und zu leben und ein Beispiel zu sein für diese Haltung, das wäre sehr viel. Da lernen dann andere und fragen vielleicht irgendwann, wieso bist du so gelassen? Ja, wieso handelst du in dieser Situation so und so? Ja, warum machst du das? Und dann kann man antworten, in dem Maße, wie gefragt worden ist, aber nicht mehr. Ja, man hält sich zurück. Die Zurückhaltung gibt Raum dem anderen, damit er sich entfalten kann in diesem Raum mit seinen Herzensfragen. Aber eine Frage, die er nicht gestellt hat, die sollte man nicht beantworten. Wir sind also hilfreich, wenn wir die Ordnung, die geistige Ordnung, die Führung durch den Heiligen Geist beherzigen und einhalten. Ich habe zum Teil vom Heiligen Geist schon ganz klare Anweisungen in meinem Leben bekommen. Und aus der Erfahrung heraus weiß ich, es war sehr gut, dass ich mich daran gehalten habe, ja, in der jeweiligen Situation. Und wenn ich es nicht tat, war es überhaupt nicht gut und überhaupt nicht lustig und überhaupt nicht hilfreich. Ja. Insofern lernen wir mit Jesus diesen Weg zu gehen und auf ihn zu hören und immer mehr ihm zu vertrauen. Das ist weniger anstrengend, definitiv, als wenn ich dauernd dasselbe aus meinem Gutdünken heraus ja Entscheidungen treffen will. Es geht wirklich darum, ihm zu vertrauen und auf ihn zu hören und sich da in jedem Augenblick führen zu lassen. Dieser Herzenswunsch sollte immer wieder nach oben geschickt werden. Dann liegen wir schon mal ziemlich gut und die Sache läuft, ja. Denn das irdische Leben muss ja auch laufen und gestaltet werden und da sind wir ständig gefordert und das ist okay so. Aber es soll alles einem geistigen Prozess dienen, unserem eigenen am Ende und damit dem Prozess aller Menschen.